Hello. Perhaps every one of you know the story about the three little pigs. They built their houses out of three different materials to find a shelter inside. Unfortunately, the bad wolf came and wanted to blow the houses in order to eat those poor creatures. In our case, we decided to use only one material, which is paper, and create three little houses, which will be subjected to three different forces, which is fire, water, and impact. The houses were created and built by the students during the Summer School of Architecture 2019 pop-up in Wrocław. The Summer School of Architecture is organized by Wrocław University of Science and Technology in cooperation with TU Darmstadt and TU Delft and Yashar University in Izmir. The students were asked to design a small houses about 1.8 by 2.4 meters with the use of different materials which you can find easily on the market. Those are paper tubes, corrugated cardboard, honeycomb panels, and the full cardboard. The students were asked to think about the projects of the houses that could withstand the impact of each of those forces. They work in the groups, first on the conceptual design, later on we moved to production hall in order to create the prototypes in scale 1-to-1. The groups worked under the supervision of me and my colleagues, Dr. Marcel Bilo, known also as Dr. Bakilab from TU Delft, Dr. Mauricio Morales Beltran from Yashar University in Izmir, and under the supervision of Martin Wilfinger from TU Darmstadt. The three houses were created during the two-week workshops, and later on they were packed on the truck and sent to our colleagues at TU Darmstadt. Now we will see the first test, which will show how the firehouse react or behave under the influence of fire. So, hallo, wir sind auf dem Feuerwehrgelände von Merck, Betriebsfeuerwehr. Merck, danke dafür, dass wir das machen dürfen. Was haben wir vor? Es gibt ein Versuchsgebäude, was gebaut worden ist mit Studenten im Zusammenhang mit dem Projekt BAMP, Bauen mit Papier an der TU Darmstadt. Und dieses Versuchsgebäude, das wollen wir heute professionell abbrennen. Darum geht es. Ne? Papier, die großen Angst, ist klar, Feuchtigkeit und Feuer, das sind die beiden großen Sorgen. Und dann wollen wir gucken, wie weit wir kommen, um uns gegen Feuer zu wehren. Deswegen machen wir heute dieses Projekt hier bei der Feuerwehr. Und dafür haben wir mit einem Brandschutzlabor einen Aufbau abgesprochen. Das ist quasi an die Norm angelehnt nach DIN 4102 und 18230. Wir haben da drin eine Holzkrippe aufgebaut, die quasi der Brandlast entspricht von einem Sofamöbel, was dann in so einem kleinen Raum stehen kann. Hier unten auf dem Boden sehen wir ein U-Profil, was mit Holzwolle gefüllt ist. Diese Holzwolle tränken wir gleich in Isopropanol und zünden sie dann an, damit wir dann quasi einen Zündherd haben, um diese Holzkrippe hier anzuzünden. Die Holzkrippe entspricht einer Brandlast von 130 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Hier hinter mir sehen wir den Thermosensor. Damit werden wir gleich die Temperaturen messen. Einmal die Temperatur im Raum, dass wir sehen können, wie schnell sich das Feuer entwickelt, wie viel Hitze da entsteht. Dafür haben wir den Thermosensor unterm Dach angebracht, der Punkt, wo halt die meiste Hitze sein wird. Und dann haben wir außen an den Seiten und außen am Dach auch nochmal einen Thermosensor. Den lesen wir dann mit diesem Datenlogger da unten aus und dadurch können wir halt genau ermitteln, wie sich der Brand ausgebreitet hat und wie gut die Dämmeigenschaften vom Papier gegen Brand sind. Und das Ziel ist zu zeigen, hat so und so lange gehalten. Und dann müssen wir uns anschließend überlegen, und was können wir tun, damit es noch besser funktioniert, damit es noch länger hält, damit wir uns dann ordentlich sicher fühlen. Thank you.
haben wir gesehen, brennt unglaublich schnell. Macht uns auch klar, ist ein seriöses Thema, mit dem man sich wirklich seriös beschäftigen muss. Und darf man nicht auf leichte Schulter nehmen. Feuer ist wirklich deutlich großes Thema. Was haben wir hier gehabt? Wir haben hier so ein Hauptwerk, was aus solchen Schichten besteht, also sehr leichte Konstruktion, sehr leichte Pappe, davon 3 Stück nebeneinander. Und naja, das hast du vorher auch formuliert, das hat eine gute Chance, sehr schön, sehr schnell zu brennen. Das haben wir jetzt hier sehr deutlich und eindrucksvoll gesehen. Ist eine gute Erfahrung, das zu machen. Deine Lösung ist eine alternative Lösung. Ist der Versuch, also diesem Problem auszuweichen, das das Nächste, was wir machen müssen. Erzähl. Wir haben erstmal 2 cm Vollpappe, die eine sehr hohe Rohdichte hat. Eine deutlich höhere Rohdichte als die Vollpappe, die wir jetzt bei dem Haus drauf hatten. Das heißt, das Feuer braucht erstmal eine Viertelstunde, um sich allein durch diese 2 cm hier durchzufressen. Wenn sich das Feuer dann hier durchgefressen hat, breitet es sich relativ schnell in der Wellpappe aus. Die Wellpappe Moment, die ist aber kleiner, die ist kleiner als diese hier. Ne? Das sind ja große Kammern, das sind kleinere Kammern. Genau, das heißt, die Wellpappe dämmt schon mal besser. Wir haben generell mehr Masse, das heißt mehr Kohleschicht auch, die wieder schützen kann. Das heißt, das ist schon mal ein besserer Kern als die warmen Pappen. Dann kann sich das Feuer nach innen ausbreiten. Und dann haben wir hier in der Mitte nochmal einen, ja, quasi einen Brandabschnitt, nochmal eine Schicht aus 2 cm Vollpappe. Diese 2 cm verhindern dann halt wieder, dass das Feuer schnell in den dann restlich tragenden Kern übergeht. Das heißt, wir behalten immer eine Schicht von mindestens 10 cm Wellpappen bei, immer noch 2 Lagen Vollpappe, was dann die Resttragfähigkeit gewährleistet, dass das Haus evakuiert werden kann, gelöscht werden kann, dass man halt einfach eine F30 Feuerwiderstandsklasse erreichen kann. Okay, das ist von innen, von außen die gleiche Strategie. Genau, von außen haben wir auch wieder eine Vollpappenschicht, auch wieder die Wellpappen und hier ist dann halt auch der Brandabschnitt für die äußere Schicht. Okay, dann habe ich vorhin noch eine Diskussion mit dem Feuerwehrmann, der sprach von den Fugen. Die haben wir ja bei der Lösung der Variante gehabt, da waren die Fugen im Prinzip so, das heißt offene Fugen. Und du hast von gestoßenen Fugen gesprochen, sprich die müssten also von überlappenden Fugen, das heißt man müsste irgendwas haben, wo man dann hier so eine Überlappung erzeugt. Das passiert hier auch. Genau. Da gibt es doch Überlappung von den Pappen, die hast du jetzt nicht einer durch, sondern hast du in Schichten so übereinander sortiert, dass sie eben dann den Angriff des Feuers nicht in der Fuge am Stück durchzulassen, sondern dass er eben dann in der Summe springen muss. Okay, genau. Das ist prima. So, das Haus 1, das ist jetzt hier verbrannt, das haben wir eindrucksvoll gesehen, jetzt brauchst du eigentlich ein zweites Haus. Frühjahr 2020, das zweite Haus, was dann auch wieder hier steht. Kriegen wir hin. Ja. Du nimmst mich beim Wort. Ich nehme dich beim Wort. Alles klar. So.